herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin mit Chojin und Gedwinod. Hallo, hallo und ich habe gesteichert. Ihr habt ja gesehen, wir haben das letzte Mal wahnsinniges Glück gehabt, dass wir kurz vorm Tode ein Level Up bekommen haben. Und da habe ich meinen Ritter aufgewertet. Einmal habe ich ihm die Schild, das Blocken verbessert. Könnte vielleicht gut sein. Und dann habe ich ihm noch bei Talente ein Attribut, ein zusätzliches gegeben, was ich ihm in Konstitution gesteckt habe. Also mehr Lebenspunkte. Den Zauberer habe ich im Luftmagie verbessert. Den anderen Punkt habe ich aufgehoben. Das war's. Tja, mir fehlen leider 3000 Punkte noch zum nächsten Aufstieg. Aber im nächsten Kampf werde ich den dann auch haben. Dann decken wir mal hier hinten noch das Schwarze auf, ne? Ach, da unten steht doch jemand. Also hier links oben sind auch ganz viele rote Punkte wieder. Da wäre wieder ein Kampf. Waren wir aber schon beim verwirrten Karawanenhändler? Nein. Da würde ich erstmal hingehen. Vielleicht hat der ja einen Auftrag oder keine Ahnung. Okay. Spreche mal an. Ich vergesse mir die Ecke da oben nicht mehr. Weil die schon aufgedeckt ist eigentlich. Hallo, dann mach mal einen Punkt oder so oder ein Fähnchen. So. Ach du meine Güte, gibt es euch denn wirklich? Mein Verstand wird durch Illusionen verwirrt, auch diese Spinnen. Sie können es nicht gewesen sein, oder doch? Mein Begleiter, ach, es ist zu spät. Moment, was ist hier passiert? Ich fühle Spinnenweben hinter meinen Augen. Sie kommen mir aus den Ohren. Oh, werde ich verrückt. Nein, 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 unmöglich. So klar wie jetzt war mein Verstand seit Tagen nicht mehr, darüber bin ich mir sicher. Die Spinnenkönigin, sie war es, die uns vergiftet hat. Sie wollte zusehen, wie ihr Nachwuchs unsere Glieder abnagt, während wir Tränen dankbarer Verehrung weinen. Ihr sagt also, dass euch die Spinnenkönigin vergiftet hat. Ja, ich kann mich fast erinnern. Wir sind nämlich Reisende, Händler und Kaufleute, die stets von Dorf zu Stadt reisen. Wir hatten gehört, dass wir es in diesen staubigen Ebenen mit Goblins zu tun bekommen, aber das hielt uns nicht ab. Aber diese starken Winde machen das Reisen unmöglich, weshalb wir unsere Zelte in dieser ersten Nacht früh aufstellten. Als die Sonne hinter den Horizont verschwand, wurde es still in den Ebenen, unheimlich still. Wir fühlten es in unseren Bäuchen, diese Unwirklichkeit. Sie erschien so plötzlich wie der Blitz und befand sich auf einmal in unserer Mitte. Keiner von uns konnte das Wort Flucht auch nur denken, bevor sie uns stach. Wir starben aber nicht. Durch ihren Biss wurde kein tödliches Gift, sondern ein Gift der Träume übertragen. Innerhalb von Minuten erlag jeder von uns dem Gift. Gesegnet sei die Königin. Dieser Refrain erklang immer wieder in unseren Köpfen und schließlich sogar aus unseren Mündern. Tja, wir trafen die Spinnenkönigin und schickten sie zurück in die Hölle, aus der sie gekommen war. Die bösartige Königin? Tot? Oh, welch ein Glück! Hoffentlich habt ihr ihren Bauch sauber aufgeschlitzt und jedes ihrer höllischen Kinder ebenso. Das haben wir. Ja und? Gibt's keine Erfahrungspunkte. Da irgendwas? Ja, wir hätten vielleicht vorher hier gemusst, da hätten wir Erfahrungspunkte von ihm bekommen. Hat er denn irgendwas zu verkaufen? Returns. Stimmt. Ein Kissen. Na super. Was? Ein Kissen und er hat 80 Geld. Das ist fast nichts. Until we meet again. So, wohin wolltest du? Ach, da oben. Links oben hätten wir noch einen Gegner. Das stimmt, die beten dort vor sich hin. Na dann, das sind bestimmt Magellose, die Spinnen. Nee, Spinnenkult. Oh, das wird hart, glaube ich. Oh, Spinnen, die habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Spinnenkult, das Sinn hat. So, ich nehme mal nur meinen Freund hier. Vielleicht aber kann der. Da klappt Verzauberung wieder. Vielleicht kann ja der mit denen reden. Ich bin ja immer so ein Freund vom. Unser Nest heißt euch willkommen, o wandernder Untertan der Königin. Ihr seid eine seltsame Truppe. Was meint ihr damit? Wir sind nichts weiter als Spinnenfäden im Netz der Weberin, euch eingeschlossen. Ich sag mal so. Sie sind allesamt ihr Abendessen als Anhänger. Wir müssen fort von hier. Warte mal. Ihre Bräuche sind mir fremd, dass sie schön zufrieden sein. Ich wünsche ihnen nur das Beste. Nee, ich.
Nein, okay. Sie sind allesamt ihr Abendessen als Anhänger. Meine Erfahrung lassen sich hungrige Spinnen nicht durch religiöse Aufwand von Besänftigung. Wir wissen nur wenig über ihre Bräuche. Wir können Obwohl, ist schwierig. Vielleicht ist es ja doch irgendwie. Nach meiner Erfahrung lassen sich hungrige Spinnen nicht durch religiöse Aufopferung besänftigen. War jetzt mein ritterlicher Unverstand. Ihr möchtet uns glauben lassen, dass unsere Königin eine Gefahr für uns ist. Ha! Wie könnte die Gnade des Giftzahns, das Geschenk des Gifts den Kindern der Weberin Angst einjagen? Ach so, na, dann ist alles klar. Dann schüchtere ich euch ein hier. Oder natürlich, ich könnte auch euch schmeicheln. Meine Schmeichelei ist total cool. Ihr solltet die Kunde von der Herrlichkeit der Weberin in die ganze Welt hinaustragen. Euch will das eigentlich gar nicht so. Ich bezweifle, dass ihr euch so hochmütig fühlen werdet, wenn eure Haut von modernden Stichwunden überzogen ist und ihr merkt, wie ihr langsam in die Seide eingesponnen werdet. Soll ich diesmal überspringen, weil ich habe hier ganz schlechte Werte. Ja? Ich habe sogar gewonnen. Moment. Und ihr habt Level abbekommen. Was? Moderne Stichwunden? Eingesponnen? Aber die Weberin? Ich schätze, wir können hier aus der Ferne, glaube ich, genauso huldigen wie aus der Nähe. Kommt, Kinder! Wir suchen uns einen neuen Ort, von dem aus wir die Wiederkehr der Weberin ausrufen können. Einen Ort mit deutlich mehr errichteten Klebefallen. Until we meet again. Na dann, tschüss. Eieieiei, das hat den Spinnen nicht gefallen. Und ich habe ein Level up. Schön, aber zu früh. Ja, das ist ein Problem jetzt. Zu früh. Hättest du noch ein wenig warten können mit deinem Level up? Ich kann die Punkte auch jetzt nicht verteilen, ne? Das weiß ich nicht. Oder? Doch. Punkte verteilen geht. Kann ich nicht erhöhen. Verteidigungswerte geht auch nicht höher. Dann machen wir mal die Körperstärke was rein. Sind ganz schön viele. Sind aber alle Sandspinnen, was ist anders? Ja, da muss ich gleich gucken, was ich da bei dem anderen reinmache, damit es hier weitergeht. Ja, es sind ziemlich viele. Da lohnt sich auf jeden Fall jetzt mal ein... Ja, das Blöde ist, ich habe den falschen Bogen. Aber Bogen wechseln kostet mich jetzt voll viele Punkte. Und das ist auch doof. Ja, wenn man es mal richtig bedenkt, ich habe den falschen Hammer. Eventuell sollten wir im Grunde... Haben wir gar nicht alle getroffen. Im Grunde drauf verzichten. So. Ach, jetzt geht mein Feuerball nicht wegen dem Blöden verlangsamt. Ich krieg noch einen zu viel. Das ärgert mich echt. Schwarz. Aber hier könnte ich mal was machen. Das bietet sich ja an. So, ich würde trotzdem gern mein anderes Schwert nehmen, weil das ist zwar Gift drauf, aber nur 9 bis 19. Das ist ja... Und der ist viel stärker. 19. Ich bin überlegen, Gestank zu nehmen, weil es... Die Nahkampfgegner greifen mich selten an. Das Problem ist, die ganzen Fernkämpfer schießen weiter auf mich. Wieso Fernkämpfer? Ja, also wenn ich Gestank mache, habe ich einmal als negativ, meine Sympathie ist bei allen um 25 Punkte niedriger. Und andererseits macht es aber, dass die Nahkämpfer mich seltener angreifen, weil ich halt stinke. Ach so. Aber die Fernkämpfer... Ja, ist vielleicht blöd, ne? Ja, ist die Frage. Also ich darf eigentlich nicht getroffen werden, weil ich nichts aushalte im Gegensatz zu deinem. Du müsstest tanken. Das Blöde ist halt, dass die durch die Erde krautschen können, ne? Was ist jetzt? Tja, das könnte ein bisschen dauern.
Das ist halt dann bei Rundenkämpfen, wenn es zu viele sind, dann dauert es. Ja. Okay, ich bin wieder an der Reihe. Dann wollen wir noch mal schauen. Ja, die natürlich bringen gar nichts irgendwie zu verzaubern oder so. Deswegen... Wir haben schon einige angeschossen. Die haben schon die Hälfte weg. Ja, aber verzaubern bringt halt nichts. Bei denen. Und die sind alle Gott sei Dank schwach. Ich habe keine Feuerpfeile. Was ist das denn? Du hast da bestimmt tausende von Feuerpfeilen. Dampfwolkenpfeil habe ich, aber dann haben wir da wieder mal so viel übles Zeug, dass ich wieder niemanden treffen kann. Mhm. Ah, hier, ich habe ganz viele Feuerpfeile, habe ich das schon erzählt? Ja, das hätte mich gewundert. Feuerpfeile, 6 Stück davon. Okay. Der macht 49 bis 85, der auch 2 Meter. Wo ist das? Das ist ein Einzelner, der ist natürlich total am Umpelz. Der macht wenigstens einen Radius. Da habe ich wenigstens 2. Eieiei. Ei, ei. Ja toll, habe ich mich selber in Brand gesetzt. Wieso denn? Du hast sogar mich in Brand gesetzt. Ja, Feuer tut Gift im Brand setzen. Ach so. Total scheiße. Ja, habe ich nicht bedacht. Ärgerlich. Interessant. Ja, dann muss ich mich mal heilen. Nützt nix. Bin ich gar nicht hinausgerückt. Geh mal raus aus der Brühe. So, mein Freund. So, jetzt geht's wieder los. So, also ich habe den Gestank gelernt. Das heißt, Nahkämpfer greifen mich nicht mehr so sehr an. Ja, ich habe so ist. Ich habe auch dran. Beim Jayhan habe ich gedacht. Mhm. Eventuell, aber ich habe es nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, wie wichtig Sympathie halt ist. Aber da ist auch irgendwie realistischer, dass der Ritter die meisten. Oh, hier, schön. Rennen sie alle durch das Feuer jetzt durch. Da haben wir eine riesen Feuerschutzbarriere auf uns aufgebaut. Wo sie erstmal durch müssen. Aber die Sandspinnen halten auch nichts aus, oder? Die kann ich so wahrscheinlich auch einfach... Ja, ja, ich denke es eben. Wir müssen eigentlich, glaube ich, nur draufhauen. Ja, dann machen wir das auch mal. Zack. So, was mache ich mit dir, mein Freund? Naja, ich mach wieder Altbekanntes. Ne? Gar kein Schaden. Gar kein Schaden. Hallo? Wieso kannst du nicht die Spinne angreifen? Hä? Die eine ist unsichtbar, glaube ich. Keine Sicht, die rechte, ne? Ziel ist unsichtbar, steht auch direkt vor mir. Seltsam. Ich habe auch keinen Schaden gemacht. Ich habe da 2 Pfeile gerade mit meiner Attacke drauf gefeuert und habe nur die andere töten können. Sie sind alle unsichtbar hier. Wo ich auch hinklick. Das weiß ich nicht, woran das liegt. Ich konnte sie gerade auch nicht treffen. Ja, dann hebe ich mal auf. Na, stehst du in der Nähe von mir? Ja, ich bin hier ganz unten. Ja, aber nah genug für deine Ermutigung. Ja, ich hab's gerade im Radius gesehen. Ja, Gewandtheit plus 1 ist nicht schlecht. Mach ich ein bisschen mehr Schaden und treffe ein bisschen besser. Na, ja, das sind wir schon wieder dran. Ist ja gut. Wir können natürlich ja mal einen Blitz versuchen. Ey! Ach du Scheiße! Ich habe auf die Sandspinne geschossen und in dem Moment, wo ich geklickt habe, hat die sich bewegt und dann bin ich da hingegangen. Das ist jetzt echt krass. Das ist total doof, dass diese komische Bewegung und der zoomt ja auch immer wieder nach oben. Ja. Naja, also es ist
Sau ärgerlich. Ja, ich habe einen Heiltrank genommen. Was soll ich sonst machen? Ja, ich heil dich schon, aber du stehst super ungünstig. Total ätzend. Hauptsache, du stehst dann günstig. Ah, das regt mich auf. Wieso? Wieso? So, weiter geht's. Jetzt kann ich wieder drauffahren. Sehr gut. Oh, und ich hatte so viele Punkte gehabt, ich hätte jetzt 3-4 Mal draufballern können. Ja. Da rennt er da hier einen Marathon. Ich hab gedacht, was macht er denn jetzt? Hör auf! Oh. Ja, jetzt haben sie es alle auf mich abgesehen, die Arschlöcher. Jupp. 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 Nein, hör auf! Und verfehlt. Verfehlt ist gut. Only a dead bug is a good bug. Du bist dran? Ja, also ich könnte jetzt schnell töten oder versuchen mich zu heilen. Das ist die Frage. Es sind 1000 Spinnen da. Das ist das Problem. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich wüsste es auch nicht. Mach, wie du denkst. Ich könnte gar nichts raten. Paar Heiltränke genommen. Gemerkt. So. Ich. Obwohl die Kopfschraube kam noch einmal nicht schlecht. Das war das. Was haben wir denn jetzt noch? Hier, den haben wir noch. Können wir mal rüber? Nee, können wir nicht. Warum denn das eigentlich? Wieso ist denn das alles unsichtbar? Haben Spinnen einen Geruchssinn? Gute Frage, ne? Weil mich auch Nahkämpfer gerade angreifen. Ich würde jetzt sagen, nee, aber... Sicher bin ich mir da nicht. Also die regen mich auf hier, die sich wegtauchen können. Ja. Aber die eine ist hinüber, oder? Nee, ach, die steht nur noch blöder dort. So, ich schieße jetzt einfach drauf. Dauert mir hier Fahrt mit dem Vieh. Kannst du noch einmal? Nee. Ich kann ein paar Schritte weggehen wieder mal. Gut, dann bin ich wieder dran. Oh, wenn man dann nicht das verlangsamt, macht einen wahnsinnig. Ich kann natürlich auch mal sowas probieren. Was macht denn da eigentlich? Regen wäre mal nicht schlecht. Ja. War nicht so schlecht gewesen. Auch nicht so schlecht. So, vergiftet bin ich. Alles. Wir kriegen schon wieder Schaden. Klappt ja hervorragend hier. Headshot-Häufer, immerhin. Naja, jawohl. Beinahe. So, ich muss jetzt trotzdem mal heilen. Zack. Ach so, ich komme gar nicht hin. Ja, wir sind extrem weit weg. Bist denn, wo seid denn ihr? Wo steht denn? Ich kann in das Feuer rein. Soll ich wirklich mal regen? Weiß nicht. Ich schau noch mal, ob ich... Na, jetzt kriege ich... Ja, ich kriege... Ich muss da trotzdem erstmal heilen. Das ist schon besser. Ah, ja, gut. Das ist noch besser. Verbrennung, Sturm. Naja, jetzt sieht's schon besser. Jetzt gefällt mir schon eher. So. Hatte dazwischen ein bisschen Panik. So, dann werde ich trotz alledem, auch wenn es vielleicht nicht mehr nötig ist,
Ich könnte jetzt. Moment mal. Nee, das mache ich nicht. Ich mache mal trotzdem nochmal das. Zeit ist wieder rum. So, und dann wär's das, ne? So gut wie. Genau, die liegt ja eh. Oh. Richtig gute kritische Treffer sind da dabei. Ja, ich muss unbedingt gleich den Bogen wechseln. Ich habe eigentlich eine viel stärkere Waffe schon. Ach, der ist schon tot? Nee, der ist noch nicht tot. Ich kann ihn nur nicht an, weil er wieder 5000 Ding. Jetzt mach ich trotzdem mäßig. Yay, keine Verbrennung mehr. Sehr gut. Ach, ich bin dran. Warte. Batsch. Einmal darfst du auch noch, oder? Ja. Sehr gut. Ich nehme an, der geht auf dich. Nee! Der geht mal auf. Dann hat das vielleicht schon ein bisschen Wirkung. Interessiert. Oder er wollte auf mich gehen und es funktioniert. Dass ich stinke und dass er wieder abhaut. Weil du dort im Dunst stehst. Hä? Ach du Kacke. Also. Zack! So, direkt bevor ich das vergesse, Bogen wechseln. Das war der, oder? 30 bis 108. Ganz so aus. Sehr gut. Gewandtheit plus 2 macht er. Damit bin ich auf Gewandtheit 18. Geil. So, und ich glaube keinen Punkt. So, Entschuldigung, ich bin ans Mikrofon gestoßen. No problem. Ja, aber das hört man. Das hört man in der Aufnahme mehr als hier. So, dann ich speichere mal kurz. Ja, was passiert? So, und wie sieht's, was hast du gesagt? Wir müssen aufhören? So, ja. Aber na dann gibt ja auch gar nichts zu plündern, sonst würde ich sagen. Doch, da oben noch eine Leiche. Dann verabschieden wir uns, oder? Ja, okidoki. Tschüsschen. Ciao.